So, hallo. Heute geht es wieder um eine Auftragsarbeit, nämlich um eine Prüfkarte für das Funke W19 für die sowjetische 6P1P. Das Ganze war ein bisschen dramatisch, wie später im Video zu sehen sein wird, aber kommen wir mal zuerst zur Röhre selbst. Wir fangen mal an mit dem Datenblatt. Es gibt für das Funke W19 keine Messkarte für diese Röhre. Es handelt sich dabei um eine Leistungstetrode. Moment. Nehmen wir das hier. Mit dieser Pinbelegung. Und es ist eine Powerbeam-Tetrode und nach amerikanischem Prinzip wird das dritte Schirmblech, also das Bremsgitter, als Blech ausgelegt und wird aus irgendwelchen Gründen, wohl Patentgründen, nicht mitgezählt. Und obwohl es eine Pentode ist, wird es offiziell als Tetrode bezeichnet. Da es sich eine Leistungstetrode handelt, sind die Anode, das zweite Steuergitter und die Kathode jeweils doppelt ausgelegt bei der Pinbelegung. Also zwei Pins für die Kathode. Und so weiter. Nur das erste Steuergitter und die Heizung haben eine Belegung im Pinsockel. Wie habe ich sie getestet? Ich mache zwei Prüfungen, einmal mit dem Neuberger nach Originaldaten im Datenblatt. Und zwar bei 220 Volt Anodenspannung. Und minus 10 Volt im ersten Steuergitter sollten ungefähr 45 mA Anodenstrom fließen. Die Röhre wird in diesem Prüfmodus als Triode beschaltet, also das zweite Steuergitter wird auf dasselbe Potential gelegt wie die Anode. Und das Funke prüfe ich mit 150 Volt, sie sind ungefähr hier, um der 0 Volt Linie. Dort sollten ungefähr ja, so knapp 60 Milliampere, ein bisschen weniger, 58 ungefähr Milliampere Strom fließen. Weil im Funke habe ich ja die Einschränkung, ich habe nur 0 Volt Gitterspannung und minus 2 Volt Gitterspannung. Und meine 6P1 ist ein bisschen schwächer. Und auch das Funke hat das Problem, da die Anodenspannung nicht stabilisiert ist, bricht sie bei Last natürlich ein. Insofern ist die Aussage auch nicht so ganz, so ganz 100%. Also um zu spoilern, meine 6P1 kommt auf dem Funke auf knapp 50 mA. Aber da kommen wir gleich zu. Jetzt, um noch weiter zu spoilern, ich habe auch das Bild der Prüfkarte auf meine Webseite gestellt. Die ist in der Beschreibung verlinkt für die Röhre, zur Röhre. Aber wie ich zu dieser Einstellung gekommen bin, kommen wir gleich zu im Video. Kommen wir erstmal zu den Bildern. Wie gesagt, meine Variante ist im sechsten Monat 1961 produziert worden. Sie ist gebraucht. Man sieht schon intern die Abdampfung des Kathodenmaterials. Also nicht mehr ganz taufrisch. Hier oben ist der Getterhalter. Das ist die Seitenansicht. Man sieht hier einen Teil des zweiten Steuergitters. Das dritte Steuergitter, also das Bremsgitter, ist als Blech ausgelegt. Das sieht man hier sehr schön. Wie gesagt, alle Bilder sind natürlich auch auf der Webseite verfügbar. Ich mache immer so ein bisschen einen Schnelldurchlauf. Das ist das Ganze von der anderen Seite.
Hier ist die Kühlfahne für das erste Steuergitter. Hier ist das zweite Steuergitter. Hier sieht man auch schön das Blech für das dritte Gitter, also das Bremsgitter. Hier ist nochmal das Gitter zu sehen. Das ist eine Detailaufnahme von der Beschaltung unten, also von unten. Man sieht hier das erste Gitter, das zweite Gitter und das Bremsgitter. Ist es ein bisschen besser zu sehen. Auch schön zu sehen ist das Kathodenröhrchen mit den zwei Heizern. Nochmal eine Seitenansicht. Das erste, zweite und dritte Gitter. Hier ist das Blech der Anode. Ist die Röhre von unten. Jetzt nochmal eine Detailaufnahme der Typenbezeichnung. Die Röhre wurde von Svetlana produziert. Jetzt nochmal eine Detailansicht des Anodenbleches. Und ein Versuch, das System zu fotografieren. Man sieht hier die leichte gelbliche Färbung. Das ist das abgedampfte Material von der Kathode. Und hier sind die beliebten Bilder im Betrieb. Und einmal mit Hilfsbeleuchtung. So, und jetzt geht es weiter zuerst mit dem Prüfen auf dem Neuberger und dann die Prüfung und Erstellung der Messkarte fürs Funke W19. Samstagabend 20:13 Uhr. Es ist der 9.3.2024 und wir starten mit dem Erstellen einer Prüfkarte für das Funke W19. Für die sowjetische 6P1P. Zuerst müssen zwei Problemstellungen gelöst werden. Zum einen, ich muss meinen W19 aus der Mottenkiste holen, da ich sonst relativ selten bis gar nicht mehr benutze. Und ich muss die besagte Röhre suchen und finden. Laut meiner Datenbank ist sie im Register S124. Und die versuchen wir jetzt mal rauszufischen. Es ging alles schneller als erwartet. Das ist die besagte Kiste S124. Und was ist schon auf der ersten Lage? Die besagte Röhre mit der Registriernummer 5512. Da ich absolut keine Ahnung habe, ob diese Röhre noch funktioniert, prüfen wir jetzt mal das Ganze zuerst auf dem Neuberger, um mal vernünftige Testwerte zu bekommen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass die Röhre noch funktioniert. Und da schauen wir jetzt mal weiter. So, und bevor ich es vergesse, mein W19 muss ins Arbeitszimmer, zur Werkstatt getragen werden, weil dort steht der Trenntransformator und der Stelltrafo. Da der Funke noch auf 220 Volt Netzspannung eingestellt ist und wir haben ja bekannterweise 230 Volt. Um zu vermeiden, dass jetzt Falschmessungen gemacht werden, wird natürlich jetzt die richtige Netzspannung eingestellt. So viel Zeit muss sein. Beziehungsweise ein bisschen Spätsport. Weil das Funke ist auch nicht gerade leicht. Und die Röhre hat den Lagertrip überlebt.
In der Tradition des Absurden werde ich jetzt davon nochmal neue Bilder machen, weil ich habe angefangen, 2010 die Röhrensammlung zu fotografieren und viele Bilder sind noch mit einer älteren Kamera oder mit älteren Kameras erstellt worden und absolut nicht geeignet für 4K-Videos. Deshalb nutze ich jetzt die Gelegenheit, bei allen Videos, die ich erstelle, die entsprechenden Röhren nochmal neu für 4K zu fotografieren. So, wir sind am Neuberger und jetzt ist die erste Amtshandlung, die PIN-Belegung zu konfigurieren. Da über die 6P1 etwas höhere Ströme fließen, sind die Anode, das zweite Steuergitter sowie die Kathode jeweils mit zwei Pins belegt. Es ist eine normale Novalröhre, das heißt, die Heizspannung ist wie immer Pin 4 und Pin 5. Die Kathode ist auf Pin 3 und Pin 8. Pin 3 ist Kathode. Damit habe ich gerade hier Blödsinn gemacht. Die Heizspannung ist 1 zu hoch. Mit Brille wäre das nicht passiert. Pin 3 ist die Kathode sowie Pin Nummer 8. Das erste Steuergitter, was immer hier, ist Pin Nummer 7. Und das ist wie immer negativ. Das zweite Steuergitter ist auf Pin Nummer 2 und Pin Nummer 9. Pin Nummer 2 und Pin Nummer 9. Und das ist positiv. Das dritte Steuergitter ist nicht vorhanden. Das ist offiziell eine Powerbeam-Tetrode. Wobei jetzt hier immer so ein bisschen das Problem mitschwingt, ist es wirklich eine Tetrode oder ist es intern als Powerbeam-Pentode ausgelegt, sprich, dass noch ein Metallblech, das Schirmgitter simuliert. Das wäre, wenn es existiert, intern, röhrenintern auf die Kathode gelegt. Und natürlich, wir brauchen jetzt noch als letztes die Anode. Die ist auf Stift Nummer 6 und Stift Nummer 1. Also Anode ist 1 und 6. Damit wäre jetzt die Konfiguration abgeschlossen. Bleibt noch die Frage mit welchen Messwerten. Ich habe einen schönen Messwert gefunden, nämlich bei 220 Volt Anodenspannung und minus 10 Gitter Volt, also minus 10 Volt Gitterspannung, sollte ein Anodenstrom von ca. 45 mA fließen, wenn die Röhre als Triode konnektiert wird. Also das zweite Steuergitter ist identisch mit der Spannung der Anode. Auf dem Funke W19 werden wir andere Werte wählen müssen, weil dort habe ich nur 0 Volt und minus 2 Volt als Steuergitter. Jetzt hier am Neuberger halten wir uns einigermaßen mal ans Datenblatt. Und wie gesagt, bei minus 10 Volt Steuergitter habe ich 45 mA bei 220 Volt in der Anode und im zweiten Steuergitter. Und das stellen wir jetzt mal ein. Und wieder das Ampermeter. Und ich brauche den Delinquenten, nämlich die Röhre. So, die Heizung funktioniert, die Klimmlampe glimmt. Stellen wir mal die Werte ein. Ich brauche, wie gesagt, 6,3 Volt in der Heizspannung. Ich stelle jetzt mal grob auf 6,4 ein, weil die Spannung wird eh wieder einbrechen, wenn sie Strom fließt. Und dann wird sie eh nachkorrigiert. Ich brauche minus 10 Volt im Steuergitter. Ich gehe dafür jetzt auf den 10 Volt Bereich und versuche die 10 Volt einigermaßen korrekt zu treffen.
Ich brauche im zweiten Steuergitter 220 Volt. Also ich gehe jetzt hier in den 250 Volt Bereich. Wieder beim 500 Volt Messbereich. Gehen wir auf die 220 zurück. Das war die 250 Volt Einstellung, dass wir auf die 220 Volt einigermaßen akkurat kommen. Die muss eh nachher nachgeregelt werden. Dasselbe auch mit der Anode. Ich gehe auch hier in den 200 Volt Bereich. Die Skala ist 250. Gehen wir hier auch auf 220 Volt. Muss eh gleich nachgestellt werden, wenn der Strom fließt. Gut, das war's. Dann Fire in the Hole. So, ich habe jetzt die Röhre geheizt. Ich stelle jetzt die 6,3 Volt exakt ein in der Heizung. So 6,3. Wir prüfen mal auf Kurzschlüsse. Ja, haben wir welche. Das heißt, wir haben irgendwo Blödsinn gemacht. Ich sehe auch schon wo, nämlich die Kathode und das zweite Steuergitter sind gleichgeschaltet. Dann wiederholen wir das Ganze mal. Ach je. So, Kathode hat keinen Kurzschluss, Steuergitter 1 hat keinen Kurzschluss, Steuergitter 2 hat keinen Kurzschluss, 3 und 4 existieren nicht, Anode hat keinen Kurzschluss. So, es fließt schon mal Strom. Stellen wir mal die 220 Volt auf beiden Seiten, also Anode und G2, mal einigermaßen korrekt ein. So 220 in der Anode, 220 im G2. Einigermaßen akkurat. Und wir haben 47,948 mA Anodenstrom. Das entspricht im Großen und Ganzen vom Datenblatt. Also die Röhre funktioniert sehr gut. Wenn ich jetzt die Gitterspannung erhöhe, bricht natürlich ein, das heißt die Steuerwirkung ist vorhanden. Wir prüfen die Qualität des Vakuums. Der Ausschlag ist minimal, also das Vakuum ist somit sehr gut. Zum Schluss noch den Kathodentest, sprich ob es einen Kurzschluss zwischen Heizer und Kathode gibt. Der ist auch positiv oder negativ, also es gibt keinen. Gut, damit stellen wir fest, die Röhre funktioniert sehr gut. Sie entspricht den Werten des Datenblattes. Und jetzt gehen wir mal an die Funke W19 und versuchen dort einen möglichst guten Testpunkt zu finden.
und die Röhre ist heiß. Sie kommt nicht ganz an die EL 84 ran, aber ich warte noch 5 Minuten, bis ich sie anfasse. Wir sehen uns gleich wieder. Sonntagmorgen, 9.22 Uhr. Ich habe hier angedroht, ins Arbeitszimmer zu gehen, um eine bessere Beleuchtung zu bekommen und somit eine vernünftige Aufnahme zu machen. Das kriege ich leider nicht hin. Ich habe entweder eine Überbelichtung oder Unterbelichtung und kriege keinen vernünftigen Fokus. Und vor allem dank der etwas problematischen Beschriftung vom Steckfeld ist es fast nicht möglich, was zu lesen. Also im Video. Insofern versuche ich nochmal im Museumszimmer und versuche dort jetzt was anderes zu improvisieren, eventuell freifliegend. Also, bis gleich. So, es ist jetzt 11.52 Uhr. Ich habe einen Platz im Museumszimmer gefunden. Zuvor habe ich es massiv derangiert, um jetzt eine Position zu finden zwischen allen Stühlen, was des Wortes. Ich sitze jetzt neben der Kamera, insofern kommt die Stimme jetzt ein bisschen tendenziell zu weit rechts. Ich muss auch mit der rechten Hand arbeiten, also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber schauen wir mal, was passiert. So, zuerst mal zum Funke. Ich habe schon mal ein Video zum Funke gemacht, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe meine diversen Sockel. Ich habe das Steckfeld. Ich habe den Schalter für die Testdurchführung und das Messinstrument. Erste Problemstellung, die Sockel selbst sind nicht beliebig beschaltbar. Es gibt einige festgelegte Positionen, also die fest verdrahtet sind. Das macht es teilweise nötig, bei etwas exotischeren Röhren, wie zum Beispiel amerikanischen oder russischen Röhren oder Industrieröhren, Adapter zu benutzen. Die meisten Radio- und Fernsehstandardröhren sind meist auch testbar, also direkt. Zweites Problem ist, die Zählreihenfolge ist etwas anders als bei bekannten Röhrenprüfern oder den Datenblättern. Das muss man ein bisschen umdenken. Gut, wir konzentrieren uns jetzt auf die Novalfassung für die 6P1. Und das ist die Nummerierung im Funke und bei dem Novalsockel, ich muss den Hilfslicht befestigen, damit ich die Beschriftung auf der Steckplatine lesen kann. Beim Novalsockel ist die Beschrift, die Zählreihenfolge wie folgt. Der Pin 1, der am Neuberger Pin 1 wäre, ist auf dem Funke Pin 5. Es wird gezählt 5, 6, 7. Und der Pin, der auf dem Neuberger Pin 9 ist, ist auf dem Funke Pin 4. Es wird gezählt 4, 3, 2, 1. Jeweils die Zählrichtung ist Richtung Heizung. Die Pinbelegung der Röhre hält hoffentlich. Wir fangen an mit der Anode auf Stift Nummer 1. Bei Funke ist das, wie gesagt, Stift Nummer 5. Das heißt, ich nehme jetzt einen Teststift. Hier sind die Nummerierungen der Stifte. In diesem Fall hier Stift Nummer 5. Ich habe Anode, G2, G1, Kathode. Ich stecke jetzt hier die Anode. Wir machen weiter mit dem zweiten Steuergitter. Das ist auf der Funkezählweise auf Pin Nummer 6. Ich gehe jetzt hier auf. Alles ist im Weg. Ja. Und hier sind, wie gesagt, die 6er Stifte. Und ich stecke jetzt hier das
Gitter 2, die Kathode, das ist in der Funke-Zählweise der Stift Nummer 7. 7 ist hier. Ich stecke die Kathode. Übrig bleibt noch das Gitter 1. In der Funke-Zählweise ist der Pin hier 4, 3, 2. Das wäre 1. Und Pin Nummer 2 wird jetzt das erste Steuergitter. Pin Nummer 2 ist hier. Und das erste Steuergitter wird beschaltet. Damit sind die Röhrenkontakte belegt. Jetzt fehlt nur noch die Beschriftung, die Beschaltung der Messfunktionalität. Und zwar, ich habe mir im Datenblatt, muss ich das Datenblatt finden, fällt alles. Da das Funke nur einen begrenzten Messbereich hat, also Prüfbereich hat, aber der Fokus kommt jetzt, habe ich mir 150 Volt Anodenspannung rausgesucht. Bei 150 Volt Gitterspannung, also Gitter 2. Das Funke hat für das Gitter 1 nur zwei Möglichkeiten, nämlich minus 2 Volt und 0 Volt. Und bei der 0 Volt Position sollte diese Einstellung ca. 60 mA Anodenstrom liefern. Die Röhre wird als Triode beschaltet, also das zweite Steuergitter ist dasselbe Potenzial wie die Anode. Und auf Neuberger hat sich ja gezeigt, dass die Röhre ein bisschen leicht gebraucht war. Und schauen wir mal, was hier auf dem Funke passiert. Man sieht an der Röhre auch selbst, dass sie gebraucht ist, weil die bereits Abdampfungen hat auf dem Glaskolben, was daraus schließen lässt, dass die Röhre bereits in Betrieb war. Und jetzt schalte ich die bespannten Messfunktionen. Zum einen, ich halte das Messgerät auf 100 mA. Hier wird das Messgerät konfiguriert. Ich wähle 100 mA. Hier wird die Anodengleichspannung konfiguriert. Ich wähle hier 150 Volt. Und ich brauche die Spannung des zweiten Steuergitters. Ebenfalls 150 Volt. Das erste Steuergitter wird vom Messschalter festgelegt. Die Messposition 12 hat 0 Volt Gitterspannung und die Position 13 minus 2 Volt Gitterspannung. Was fehlt im Kollektiv noch, nämlich die Heizung. Die Heizung ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe zwei Abgriffe am Transformator. Und die Heizspannung ergibt sich aus der Summe der beiden Abgriffe. Der erste Abgriff ist hier. Der hat 0,7 Volt. Der zweite Abgriff hat 0,7 Volt, also 1,4 Volt. Der Abgriff daneben hat 3,3 Volt, macht zusammen 4,7 Volt. Und der zweite Abgriff fängt auch an mit 0,3 Volt. Das macht dann 5 Volt. Plus 1 Volt, 6 Volt, plus 0,3 Volt, 6,3 Volt. Damit werden jetzt alle Einstellungen getätigt. Da fehlt noch etwas anderes, nämlich die Röhre. Die ich nicht einstecken kann, weil ich genau an der Stelle das Stativ vor der Nase habe. So. Gut, es sieht alles richtig aus und dann starten wir mal den Test. Das Hilfslicht können wir mal kurz wegmachen. Hoppala. Fehler werden angezeigt, also Kurzschlüsse in der Form, dass das Messgerät nach links ausschlägt. Man sieht jetzt hier das rote Leuchten des Klimmstabilisators, das dient auch als Einschaltkontrolle.
Ich gehe jetzt alle Prüfpositionen nach Kurzschlüssen der Reihe nach durch. Und gehe jetzt in Position 12, wo ich jetzt den Anodenstrom messen kann bei 0 Volt im ersten Steuergitter. Ich gehe jetzt mal, auch wenn ich geschimpft werde, auf Handkamera. Achtung! Und die Röhre liefert ungefähr, ja, knapp 52 Milliampere, nicht ganz. Wenn ich jetzt in die Messposition 13 gehe, habe ich minus 2 Volt Gitterspannung. Man sieht, die Steuerwirkung ist vorhanden. Also das Gitter funktioniert. Und die 14. Position ist der Vakuumtest. Und beim Neuberger haben wir schon gesehen, dass das Vakuum eine sehr gute Qualität hat. So auch auf dem Funke. Der Ausschlag vom Messinstrument ist nur minimalst. Die Steckbelegung ist nochmal auf der Webseite zu sehen, in Form eines PDFs. Und ja, sonst ist eigentlich nichts mehr zu sagen. Also speziell jetzt zu der Röhre. Wie gesagt, mit dem Funke W19 muss man sich ein bisschen einarbeiten. Die einen sagen so, die anderen sagen so, es soll jeder selbst entscheiden. Und somit verabschiede ich mich mit dem obligatorischen Blick aus dem Museumszimmer. Diesmal chaotisch, weil 1000, ja, 1000 Sachen verschoben werden mussten, um hier einen Sitzplatz zu bekommen. Es ist halt so. Also, schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.